In den heutigen Map News gibt es viele verschiedene Karten für verschiedene Geschmäcker. Die erste ist die Kallebach von Kalle V1. Die Größe der Karte ist 186,04 Megabyte und sie ist für PC, PlayStation und Xbox. Diese Karte ist inspiriert von den hessischen Vulkanregionen Vogelsberg. Und sie ist für 2 bis 3 Oldtimer-Fans im Multiplayer ausgelegt. Und das zeigt auch dieser John Deere 710. Also sie ist eher für kleine Geräte bis maximal 150 PS ausgelegt. Das ist nur ein Tipp vom Mapper. Diese Gebiete besitzt man schon am Anfang, natürlich den Hof. Dann haben wir Schreinerei schon, eine alte Mühle als Produktionsstätten. Sägewerk hat man auch, weil hier im ganzen Bereich, das sieht man hier, das hier ist alles Wald. Also auch etwas für unsere Forstliebhaber. Zusätzliche Früchte haben hier keine. Dann der Wachstumskalender ist auf Standard. Diverse Verkaufsstellen hat man hier auch und ja, hier kann man alles verkaufen, sogar die ganzen Produktionen. Gesehen habe ich soweit nichts, was nicht zu verkaufen geht. Also von den Produkten her, ja, diverse Stadtfahrzeuge hat man. Dann, ja, hat man schon einen Hühnerstall mit 10 Hühnern und einen Hahn. Dann Verträge und Produktionen besitzt man noch keine, aber vorhanden sind sie. Ja, da sieht man schon ein paar Startfahrzeuge, Anbaugeräte, Anhänger und den Klasse Maxi. So, dann für den Favorit 100, 515. Der hat eben die 150 PS, also was Größeres sollte man laut Mapper hier auf der Karte nicht nehmen. Ja, ein Hoflader und beim Hoflader sehe ich, da oben hat man auch schon wahrscheinlich Ballen und Dünger schon. Vorhin, ja, den John Deere 710. Und ich fahre da mal etwas herum. Ja, ah, der geht ja nicht mal so schlecht. Also, was ich hier so sehe, eine richtig schöne Karte. Also, vom Aufbau her richtig gut. Also, top. Achtung, hier schon rechts. Kommt auch einer? Nein. Ja, also richtig gut gemacht. Also Kalle, eine richtig, richtig schöne Karte. So, und dann schauen wir sich die Karte auch mal von oben an. Bienen sollte man hier keine haben, weil sie eben aus dem Motor rausgekommen ist. Lok ist, soweit ich weiß, auch fehlerfrei. Gut, dann liegen wir mal rauf. So schaut sie von oben aus. Basiert, also die Grundkarte ist die Erlengrad. Insgesamt sind 14 Felder, 7 Wiesen und 6 Waldgebiete hier. Und ja, im Großen und Ganzen richtig schön geworden. Der Forst schaut auch nicht mehr so übel aus für Forstliebhaber. Sagen wir es mal so. Und ja, also er hat sich schon was dabei gedacht bei dieser Karte. Das Dörfli, auch schön klein. Natürlich ist hier unser Hof. Und damit würde ich mal sagen, schauen wir uns die nächste Karte an, weil mein Resümee kann hier eigentlich nur sein. Also für kleine Traktoren bis 150, ja, vielleicht auch maximal 200 PS. Auf jeden Fall eine Karte für 2 bis 3 Spiele im Multiplayer optimal geeignet. Forest River ND von US Farms. Eine gute Karte. Und das ist eigentlich alles, was steht. Außer eines noch, nämlich bevor Owens Freund etwas sagt, es gibt keine Viren, also angeblich gab es hier irgendwann einmal bei dieser
Datei irgendwelche Viren, ja, was ich eigentlich erst weniger glaube. Man benötigt das Forest River Modpack, das ist bei Forbidden Mods auch zum Runterladen. Einfach draufklicken und dem Link weiter folgen, damit dass man das ganze Pack herunterladen kann. Ja, eine, wenn ich mal so sagen darf, amerikanische Karte. Ein Nachbar eines raren Gebietes. Mir steht hier eigentlich nicht aus dem Bereich North Dakota. Und ja, hier haben wir kleine Felder bis große Felder. Rechteckig, ungleichförmig, ein schönes gemischtes PDA-Bild. Gut, so, da haben wir natürlich eine Straße mit vielen verschiedenen Häusern, was auch schön ist und auch gut, meiner Meinung nach. Weil, ja, stellt euch vor, hier stehen überall die gleichen Häuser. Wird irgendwie langweilig. Ja, Zugsystem hat man hier vielleicht auch. Anhalten kann man den Zug hier Forest River eigentlich nicht, wenn ich das richtig sehe. So, wenn er überhaupt fährt, sagen wir es mal so. Gut, also ja, eine flache Karte. Das ist wieder ein anderer Geschmack für diverse Spiele, nämlich für große Geräte. Höfe sind hier etwas schwerer zu finden. Die sind hier nämlich aufgeteilt auch. Und schauen wir mal hin. Und zwar hat man hier zum Beispiel, das schaut fast nach einem Hof aus. Ja, hier hätten wir einen Hof. Das ist ein Hof. Und das hier, das wird wahrscheinlich auch ein Stall oder Weide sein unter Umständen. Das sieht man aber erst, wenn man das ganze Gebiet kauft. Also man muss zuerst alles kaufen, bevor man sieht, wozu das Ganze ist. Ist etwas schwierig, beziehungsweise, wie soll ich sagen, ja, das hier ist auch ein Hof. Und jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich bin, wie üblich. Ja, egal. Ja, finde ich etwas blöd, beziehungsweise, dass die Höfe auch nicht richtig angezeigt werden. So, hier ist, wäre ein Hof, auch extra zum Kaufen. Und hier bei Gebiet 83 sollte auch einer sein. Ja, das kann man sich dann aussuchen, was man eben möchte. Und vom Fluss her und das Ganze recht gut gemacht. Für mich persönlich ist das keine wirkliche Karte, die ich spielen möchte. Aber natürlich, wenn man große Maschinen mag, kann man auf dieser Karte sicher so einige Zeit verbringen. Gut, Karte Nummer 2. Ridgecrest V1 von X Brasilix. Und das hier ist der Startpunkt. Er ist hier ganz oben und ja, das ist eine komplette Postkarte. Die Preise sind schon etwas teilweise etwas sehr hoch und ja, man hat die Stadtfahrzeuge eben auch danach. Hier rüben, das ist nämlich, beziehungsweise unten, hat man ein Gebiet, wo man ja diverse Produktionen hinbauen kann. So, das wäre das Stadtgebiet. Ja, hier hat man jede Menge für Forst. Das wäre hier. Das hat man auch schon im Besitz mit insgesamt 13,51 Millionen. Ja, das kostet so viel. Das ganze Gebiet ist aber eigentlich nicht benutzbar. Und ja, so. Wie gesagt, Forstkarte, Sägewerk. Wie schaut das Ganze dann so aus? Ja, es ist also eingetragen. Verkaufsstellen gibt das auch, zwar nicht für hundertprozentig alles, wie zum Beispiel Baumwolle, Milch geht auch, Wolle geht nicht, Eier geht nicht, Holz natürlich schon, Stroh nicht, ja, Schokolade, Brett und Möbel gehen auch nicht, Brett und Möbel gehen nicht bei einer Forstkarte, okay, ja, die Stadtfahrzeuge,
Stelle sind keine Verträge, gibt es keine Produktionen, bis jetzt sind auch noch keine, beziehungsweise gibt es auch nicht auf dieser Karte. Und ja, ich würde mal sagen, wir verabschieden uns von dieser Postkarte. Zuerst einmal schauen wir aber noch wegen den Fehlern. Gibt es keine. Ist in Ordnung. Kann man spielen, wenn man auf Forst steht. Und was Forest River angeht, das sind auch ein paar Warnings, aber und auch Eros, aber nicht gerade, wie soll ich sagen, großartige Fehler und Warnings. Also das Spiel werden sie nicht beeinflussen. Biofits, eine Karte von Maxim von Graf. Sie unterstützt Precision Farming und das Production Revamp, den Mod. Ja, das ist die Biofits, ist eine Schwesternkarte der Bellis. So, hier sind drei Dörfer, zwei, insgesamt zwei Höfe. Der eine heißt eben Biofits und der zweite Zirkhoff. Und wenn man den zweiten in Beschlag nehmen möchte, das hier oben ist der erste, wie gesagt, wenn man den zweiten in Beschlag nehmen möchte, braucht man 1,7 Millionen, um das Ganze zu kaufen. Ja, Forst haben wir hier. Wiesen sollten hier auch sein. Zusätzliche Früchte haben wir hier auch. Und zwar Roggen, Dinkel, Tritikale, Luzerne, Hopfen, Mohn, Senf, Bohnen, Linsen, Klee, Hanf, Buchweizen, Tabak. Ja, Karotten sowieso, die habe ich sowieso drinnen wegen dem DLC. Zwiebeln, Reis, Pastinaken, ja, Rote Bete, ja, sowieso. Knoblauch, Cranberry, Leinensamen, Kichererbsen, Erbsen und Sylphie. Gut, so, na, schauen wir mal. Das werden hier mal Stafferzeuge. Da haben wir den Zettor, den zweiten, dann Rostnummer Schnurr und ja, das war's dann mit den Geräten. So, und so schaut das Ganze hier aus. Und da sieht man schon, dass man das hessische oder bayerische Hofpack, ich weiß es jetzt nicht auswendig, benötigt. Da haben wir das große Lager. Ja, es fügt sich hier im Grunde schön ein. Da haben wir eine Kirche. Ja, und hier sieht man im Prinzip das, was ich auch gesagt habe. Hier sind eben alles, sind 1, 2, 3 Gebäude, die nur gleich ausschauen, nebeneinander. Es, ja, schaut nicht wirklich schön aus. Irgendwie, ja, langweilig. Gut, so, weiter geht's. 41 Produktionen hatten auch schon hier. Dann der Wachstumskalender wurde nicht geändert. Natürlich ist alles andere schön hinzugekommen. Gut, Verkaufspunkte haben wir hier für alles soweit, außer für Mehl. Das kann man nicht verkaufen. Methan, elektrische Ladung geht. Butter, Rosinen, Schokolade, Bretter. Gehen zu verkaufen, Möbel gehen nicht zu verkaufen. So, natürlich die zusätzlichen Früchte gehen, die Stafffahrzeuge. 1, 2, 3, 4, 5 Hühnerställe hat man hier. Verträge gibt es auch und Produktionen besitzt man noch keine. So, da wären die ganzen Hühnerställe. Da haben wir 1, 2, 3, 4 und 5 habe ich gesagt, oder? Ja, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So sind sie angelegt. Also hier hat man schon was zu tun. Ja, Rundumsicht passt auch. Eher flach ist die Karte. Da haben wir eben den Forst. Sehr dicht bebaut, muss ich sagen. Und gut, so, dann haben wir hier Cranberry als bebaute Frucht. So schaut auch die ganze Karte aus jetzt einmal. Ja, was gibt es sonst noch? Ja, zusätzliche Mods benötigt man. Das Produktionsgebäude-Pack und Fleischereien. Diese sind bei Forbidden Mods auch zum Herunterladen, das sieht man. Und andere Mods sind auch noch, aber die kommen automatisch herunter. Eben wenn man die Karte starten möchte. So, und das ist, schätze ich einmal,
der größere Hof. Ja, kann man einzeln kaufen, dieses Gebiet hier. Und das sind die 1,7 Millionen. Ich schätze, das wäre der große Hof. Auch schön gebaut, schön eher eng gestellt. Also vom, ja, von der Größe her und von dem her, wie die ganzen Ställe hier sind, schaut das nicht einmal so übel aus. Aber amerikanische Gebäude, nun ja, muss man dafür sein. Ja, das war's dann mit den neuen Karten, würde ich mal sagen. Hier auf dieser Karte würde ich sagen, ja, so mittlere Traktorengröße oder etwas stärker und ja, auch für Multiplayer geeignet. Und ja, für mich persönlich eher nichts. Ist nicht mein Fall, diese Karte. Und ja, damit kommen wir noch einmal kurz zu den Fehlern, zu der Lok. Okay, das Warning ist Crop Sensor. Das ist Warning, ist auch nicht so was ein großer Fehler. Und ja, gut. Armland Info Layer Warning, also Performance Warning. Ja, ehrlich gesagt, eher Warnings, die den Spielverlauf sicher nicht beeinflussen werden. Und damit auf zu den Updates. Und da haben wir die erste, und zwar die Farm View Island von Farmer Rabbit. 35,73 MB ist sie groß. 1.03 ist die neueste Version und sie ist für PC, PlayStation und Xbox. So, eine Karte von Mittel- und Südeuropa. Da wurde auch die Klimaänderungen davon hergenommen. 27 Ackerflächen, eine flache Karte. So, natürlich die Händler und alles drum und dran. 1.04 ist die neueste Version. Ein neuer Spielstand ist bei diesem Update erforderlich. Es wurde hier durchgeführt, der Dieselpreis wurde angepasst. Und was mir gerade auffällt, dass die Version 1.04 passt mit dieser hier oben überhaupt nicht zusammen. Ja, der Dieselpreis wurde angepasst, sodass es nicht mehr möglich ist, ihn niedriger zu kaufen und höher zu verkaufen. So, das war eine geringfügige Anpassung an anderen Verkaufspreisen. Unter anderem wurden auch noch gemacht. Dann Überarbeitung des Tankbereichs mit neuen Gegenständen, die gepflügte Textur, die man im Malen, also im Baumodus, benutzen konnte, das wurde entfernt, das kann man jetzt nicht mehr, also man kann im Baumodus keine Felder erstellen mehr, das gab nämlich Probleme. Sound zum Farmshop wurde da auch hinzugefügt und die PDA-Karte wurde aktualisiert. So, meine Freunde, schaut auch die Karte aus. Man muss natürlich wie bei jeder Karte dafür sein, ist halt die Ansichtssache eines jeden Einzelnen. Die Port Hot Bell Run, eine FIFA-Karte, so Platinum Expansion Ready, neueste Version 1.1.2 von Gullidecker. Ja, Platinum Expansion Ready steht auch um FIFA-Karte. Gut, ja, ich glaube, Hauptbarrow muss ich nichts erzählen. Ja, Bilder gibt es keine. So, geändert wurde Folgendes. Eine Version gibt es auch ohne Ampeln hier, zum Beispiel. Repariert wurden Spannplatten und die Palette für Dämmplatten. Fehlender Spawner bei der Honigproduktion wurde ersetzt. Unnötige Einträge beim Schlachten wurden entfernt. India BGA NO, also Nordost, wurde eine Lampe verschoben. Fehlendes Rapsstroh bei den Pferden wurde ersetzt. Aufträge für Energiemess wurden entfernt. More Trees muss man jetzt nicht mehr selbst herunterladen, sondern das ist in die Karte fix verbaut. Skript für den Schlachter wurde aktualisiert und einige Produktionen in den wurden in den Produktionsraten angepasst, also das ist schneller oder langsamer, je nachdem wie er sie angepasst hat.
laufen. So, von der Version 1.1.1 auf 1.1.2 ist kein neues Savegame vonnöten und Änderungen am Savegame muss man auch nicht machen. Crumbrovina aka Koskodani Version 1.1.0.1. So, zwei Dörfer, 210 Felder, 12 davon sind Wiesen. So, dann haben wir hier die ganzen Änderungen. Das Ganze schauen wir uns dann gleich an, wie die Karte ausschaut. Dann Rekonstruktion eines Waldes, weil es ist ein Fehler aufgetreten, da wenn man einen Baum umgeschnitten hat, sind alle verschwunden. So. Jetzt ist dieser Fehler vollständig verschwunden. Das wurde angepasst, wurde neu gemacht. Und ja, so schaut diese Karte aus. Natürlich muss man für diese Karte auch sein, wie halt auch immer, wie bei jeder Karte. Gott sei Dank hat nicht jeder denselben Geschmack. Finde ich richtig gut eigentlich so. Gut, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns natürlich am Dienstag in der Früh wieder. Da kommt ein neues Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.